das jetzt klappt. Ob da jetzt irgendwelche Frames oder so verloren gehen. Wir wollten jetzt eigentlich in Richtung Osten. Da hinten noch ein bisschen questen und so weiter. So, ich muss das aber auch jetzt hier an der Seite irgendwie auch beobachten. Jetzt funzt das. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag. Jetzt gehen aber auch keine Frames verloren. Hä? Okay, ich verstehe gerade OBS nicht. Also es lag definitiv an OBS, glaube ich. Nicht an mein Internet, meine ich. So, genau, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte in Richtung Osten. Hier geht jetzt keine Frames verloren. Okay. Hier südliche Karawane zum Beispiel. Tor zum Säulen. Oder? Wir gehen mal darum. Ne, ist jetzt nichts verloren gegangen. Ich verstehe das nicht. Ja, aber egal. Wir machen jetzt ganz normal weiter. Ich glaube, muss ich jetzt nicht verstehen. Wenn es jetzt läuft, dann läuft das halt. Ich muss mich, glaube ich, wieder mit OBS mehr auseinandersetzen, damit es vernünftig funktioniert. Aber egal, wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs Spiel. Solange da jetzt nichts rot wird, ist dann alles gut. Hier noch nicht. Wir müssen da hinten hin. Und ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt auch nicht mehr verpixelt ist. Ich habe gesehen gehabt, so dass die Aufnahme total verpixelt war. Vom Stream. Was ich dann auf YouTube hochgeladen hatte. Dafür auch erstmal an die, die das auf YouTube schauen, nochmal ein fettes Entschuldigung. Das war nicht gewollt, dass das so schlecht wird. So, an ihm müssen wir vorbei. Aber den looten wir nicht mehr. Ich glaube, die Zutaten, die die haben, brauchen wir nicht mehr. Warte mal. Wieso war der nicht ausgerüstet? Ach, weil ich keine Muni habe, oder wie? Das Anvisieren ist auch super. Wieso visiert er den da an? Stufe 19 sind wir ja schon. Die nehmen wir mal mit. So, und danke Stream Elements, so, dass ich live bin. Danke für die Info. Hab's ganz schön früh. So, erstmal hier durch. Stimmt, da müssten auch die Barren wieder da sein, ne? Hier in dem Gebiet. Tor zum Säulen der Schöpfung. So, wo war denn der Weg? Ich glaube, hier entlang. Genau. So, und hier auch endlich mal wieder. Eigentlich ist das, glaube ich, der erste Vulkan hier in Resanctum. Gucken wir mal, ob die hier wieder Barren haben.
Den nehmen wir auch mit. Was war eigentlich hier? Hier unten waren wir noch gar nicht. Drumherum gelaufen. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir eigentlich in die Lava springen? Gibt's hier überhaupt was? Es wäre schön, wenn die hier irgendwas hingetan hätten. Zum Einsammeln. Das sieht bis jetzt noch nicht danach aus. Okay, bis jetzt noch nichts verloren gegangen. Finde ich schon mal gut. Ich weiß jetzt echt nicht, woran das lag. Hier gab es sonst auch nichts. Okay, dann suchen wir uns den Weg nach oben wieder. Hi, Freddy! Alles klar bei dir? Leider keine 5000 Punkte am Start, ja. Ich freue mich drüber, dass du die jetzt nicht hast. So. Miasma Meteoritenschauer? Der ist neu. Die Schriftrolle ist mit der Macht des Miasma Meteoritenschauer. Sie lässt einen Regen aus Miasma Meteoren auf Gegner in der Umgebung herabfallen. Nehmt euch jedoch in Acht, denn die Schriftrolle verkürzt bei der Verwendung deine verbleibende Zeit im Miasma. Ich würde nur den mitnehmen. Den, glaube ich, brauche ich nicht. So, Freddy, falls du dich wunderst, warum ich jetzt, warum zweimal die Benachrichtigung gab, jetzt hier wegen Twitch. Ja, gerade eben. Du hattest auch diese Woche eine Beerdigung. Mein Beileid auf jeden Fall. Ja, manchmal weiß man da echt nicht, was man machen soll oder was man sagen soll. Und einfach irgendwie, ich wünsche dir da auf jeden Fall ganz viel Kraft. So, wir haben wieder einen Bronzebarren, immerhin. Und nochmal Zinnbarren. Da brauchen wir nicht lesen. Ja, ich wünsche wirklich ganz viel Kraft da. Ah, du hast vorhin draufgeklickt, als ich wieder auf war. Ja, das lag daran, dass irgendwie, ich weiß nicht warum, aber hier bei OBS die ausgelassenen Frames durch Renderverzögerung und übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung, die müsstest du kennen, die gingen gerade einfach ohne irgendeinen Grund immer wieder weiter nach oben, die Prozentzahl, so was verloren geht, so in die roten Zahlen, und ich wusste nicht, woran das lag. Ich habe den Stream dann einfach neu gestartet und dann irgendwie hat das gefunzt. So. Deswegen, ich verstand nicht, woran das lag. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität auf Twitch jetzt ist zu sehen. Ich hoffe nur, dass es, wenn ich das für YouTube ja auch aufnehme, dass nicht so wie letztes Mal einfach so ein Pixelbrei ist. Letztes Mal, das wurde einfach so ein Pixelbrei und ich wusste nicht, woran das auch nicht, woran das lag. Deswegen versuche ich das auch irgendwie zu fixen. Autsch. Quali ist noch normal, okay. Ne, ich weiß auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, woran das lag. Das war von der letzten Aufnahmesession halt. Nein, jetzt bin ich genau wieder da rein. Es war halt von der letzten Aufnahmesession, also vom letzten Stream die Aufnahme. Deswegen, ich habe keine Erklärung, was da passiert ist. Warum,
Das Ogre-Video hatte einen Klickansturm bei mir. Ich habe jetzt lange nicht in den Studio reingeschaut, so die Analytics, sage ich jetzt mal. Deswegen, ich weiß es nicht, was da gewesen ist, was da passiert ist. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich sag mal so, ich habe sehr viel gemacht. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage, glaube ich, sehr viel Gothic wieder aufgenommen gehabt. Und wir haben einen unserer Freunde verloren, sagen wir mal so. 50 Klicks, fandest du ordentlich? In 24 Stunden? Warte mal, was? In 24 Stunden 50 Klicks? Die Folge 44, der Ogerschlechter, das meinst du? Sehe ich jetzt gerade in Analytics. Okay, wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also. Dass ich innerhalb von 24 Stunden mal so viel Klicks kriege, das, das überrascht mich. Also mich persönlich jetzt wirklich sehr. Ich bin da gerade sprachlos. Ich fühle mich da schon ein bisschen jetzt geehrt, sagen wir mal so. Dass ich das mal hinkriege, also. Autsch. Das war jetzt doof. War hier nicht noch irgendwie eine Möglichkeit? Oder das Ding ist nicht offen, ne? Jetzt kommt, jetzt brauche ich Pfeile für irgendwas. Und ich habe keine Pfeile. Oder habe ich Pfeile? Ich habe keine Pfeile mehr. Nein, jetzt heißt es wahrscheinlich, ich muss zurück Pfeile herstellen. Ah, ich sag mal so, ich würde mich zwar freuen, wenn ich jetzt die irgendwann die 500 oder die 1000 Abos knacken würde, aber ich sag mal so, hier muss ich durch. Okay, ich darf schon, ich muss Pfeile machen. Aber ich setze da, also ich versuche da jetzt eher weniger auf die Zahlen zu gucken. Doch, ich brauche Pfeile. Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht weiter ohne Pfeile. Ich versuche mir das anzugewöhnen, nicht mehr auf die Zahlen zu gucken. So, weil ich will eigentlich schon guten Content machen und ich will auch ihr. Jetzt habe ich Müll mitgenommen. Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Wir müssen zurück Pfeile herstellen. So, vor allem, nein. Ich hab halt den Fehler gemacht, auf die Zahlen zu gucken und so und mich davon runterziehen zu lassen, so warum das nicht so steigt oder so, aber ich versuche mich umzugewöhnen, sagen jetzt mal, so dass ich nicht mehr drauf schaue, weil ich habe mit YouTube und Twitch angefangen, weil ich Spaß dran hatte und als ich angefangen hatte, auf die Zahlen zu gucken, habe ich gemerkt gehabt auch, es macht mir gar keinen Spaß mehr und habe mir überlegt gehabt, so wenn es mir nur um die Abos gehen würde, sage ich jetzt mal so. Anstatt etwas zu machen, was mir Spaß macht. Und das war auch mein Grundsatz, warum ich damals auch mit YouTube angefangen hatte. Wenn ich nur noch wegen Zahlen das mache, dann höre ich mit der Scheiße auf. Das war mein, das war meine Rede damals, also was ich sagen, was ich machen wollte. Und, deswegen, ich versuche mir das wieder anzugewöhnen oder abzugewöhnen, auf die Zahlen zu schauen und mehr wegen dem Spaß, Fokus wieder auf den Spaß zu setzen. So, was brauchen wir, um Pfeile herzustellen? Äste waren das auf jeden Fall. Was noch? Handwerk, gucken wir mal.
Nur Äste, okay. Ja, ich sag mal so, ich versuche jetzt gezielt gar nicht mehr drauf zu schauen. Auf die Zahlen. Ist nur ein bisschen doof im, bei YouTube im Dashboard, dass direkt da, wenn du in die Dingens, in die, wie heißt das, ins Studio da gehst, YouTube Studio. Wie kriege ich hier nur Pflanzenfaden? Wo kriege ich jetzt Äste her? Hä? Ich brauche Äste. Kriege ich hier Äste? Ja, aber ist ein bisschen doof, dass man bei YouTube direkt quasi... Hier gibt es Äste. Okay, nice. Dass man die Zahlen direkt da vor die Nase gehalten bekommt. Und dass da auch noch dieses Top 10 Dinger da sind. So, so hat dein Video im Vergleich zu den letzten 10 Videos abgeschnitten. Und dann so Platz 1 Platz bis 10. Irgendwie wird das platziert. Und so weiter. Und dann denke ich mir da so, ey, das ist ein ganz anderes Video. Oder als die anderen. Sind zwar alles Let's Plays. Aber trotzdem. Ach, hier kann ich so einfach abbauen. Okay. Ich krieg aber Holzscheite davon. Ich brauche Äste. Oder werden die so? Warte mal, ich glaube, wir gehen mal in unsere Hütte. Wir gehen da mal pennen. Ich würde gerne was sehen. Das Ding muss hier loswerden, was hier fliegt. Und das müssen wir auch noch ein bisschen ausbauen. Vor allem das feiere ich immer noch, dass hier eigentlich so viel eigentlich unter der Erde auch versteckt ist, dass man auch mal wirklich graben muss. Einfach hier, hier war einfach mal ein verschütteter Keller. Na, ich wollte schon sagen, ich fasse Abi da zu lang gedrückt. Und ja, heute gibt es Energy aus dem Glas. So. Gehen wir uns Äste holen. Wir brauchen sehr viele. Haben wir schon mal. Wir brauchen mehr. So, wo kriegen wir die? Hier kriegen wir Pflanzenfasern. Wieso kriegen wir hier nur Pflanzenfasern? Ja, ich sag mal so, meine neueren Thumbnails schaue ich mir auch immer gerne an. Hier gibt es eine Pflanzenfaser, ne? Die geben nur Pflanzenfasern, okay. Aber egal, haben wir Pflanzenfasern, können wir wieder Garn herstellen. Die wachsen ja zum Glück eh alle nach. Vor allem, ich bin ja auch aktuell dabei, alle meine alten Videos, Thumbnails und so weiter auch nochmal auszutauschen. Vor allem, na, wenn man sich die ganz alten ansieht, naja, das waren einfach nur irgendwelche Bilder, die ich aus dem Internet gezogen hatte und dann als Thumbnail verwendet habe.
Dann irgendwann fing ich an, Screenshots zu nehmen aus dem Spielen. Und die ein bisschen zu bearbeiten. Und... Oh, hier machen wir gleich beide auf einmal. Okay, nice. Da ist noch ein Ast. So, wie viel haben wir jetzt? 31. Warte mal, wie viele Pfeile haben wir? 170. Ich hoffe, das müsste reichen. Aber ja, da hast du recht. Wenn man sich die Thumbnails nochmal ansieht, dann sieht man in den meisten Fällen auch die Zahlen nochmal. Kriegt man die so... Deine guten Thumbnails sind mir geschuldet? Ey, ich hab nur gesagt gehabt, so, was mir eher gefallen würde, wenn da, wenn das mehr darauf Fokus gesetzt wird. Vor allem, ich bin ja auch immer wenn ich ehrlich bin, ich bin immer unzufrieden mit meinen Thumbnails. Wegen mir hast du auch Photoshop an. Ja, ich weiß nicht, kennst du vielleicht Benny Productions? Ich habe wegen dem angefangen mit Photoshop. Und ich will irgendwann auf sein Niveau kommen, was Photoshop angeht. Ist auch ein... der ist ein richtig krasser Photoshop-Künstler. Kommt aus den Niederlanden, glaube ich, war das. Aus Holland. Na toll, der will Stress. Alter. So. Nein, nicht da hoch. Autsch. Ich hoffe, der da hinten hat mich jetzt nicht bemerkt. Genau, der Benny Productions, der kommt eigentlich aus den Niederlanden, Holland. Und der macht richtig krasse Thumbnails. Thumbnails sage ich schon. Bilder mit Photoshop. Sogar besser als Hollywood das sogar teilweise macht, finde ich persönlich. Und ihn habe ich tatsächlich als Vorbild genommen, so meine Skills in Photoshop zu verbessern. Jetzt nicht Mr. Beast oder sowas, also klar, den Stil von Mr. Beast, also beziehungsweise wie er da mit den Farben spielt und so weiter. Nein, ich meine jetzt nicht mit Hollywood nach Thumbnail, sondern Qualität von den Bildern, sagen wir mal so. Von den Bearbeitungen und so weiter über Photoshop. Jetzt nicht die Thumbnails. Das wüsste ich auch nicht, ob Hollywood sowas macht. Kann sein, dass ich jetzt gerade einfach nur einen Versprecher hatte, weil ich hier mitten im Kampf bin. Und Konzentration dann gerade kurz woanders hingewandert ist. So, aber Benny Productions, der macht ja auch, der macht Poster und so weiter. Auch ganz viel für Displayed. Und ich bin auch großer Fan von Displayed. Leider habe ich mir noch nichts gekauft von denen. Wollte ich noch machen, aber ich war mir so oft so unsicher, was ich von denen haben will. Und irgendwann will ich auch noch auf einem Niveau sein, dass ich da auch Bilder, sagen wir mal so, hochladen kann bei Displayed. Und dass die dann als Metallposter vorhanden sind. Was Photoshop aber angeht, muss ich auch ehrlich sein, mache ich aktuell einfach viel zu viel mit der KI von Photoshop. Anstatt selber irgendwie was richtig rauszuschneiden oder sowas. Da bin ich auch noch ein bisschen faul. Ja, kann man so ehrlich sein, ich bin da in letzter Zeit ein bisschen noch faul. Hier hat sie wieder gerespawnt? Ich wollte schon sagen.
So, jetzt haben wir den. Nein! Ah, okay, dafür war das hier. Okay. Wieso hat er sich jetzt nicht an das Ding da festgehangen? Wieso wollte er nicht klettern? Ausdauer war doch voll, oder nicht? Ja, aber Freddy, ich sag so, es gibt im kreativen Bereich, also im ganz besonders digitalen kreativen Bereich, viele Künstler, die ich eigentlich als Vorbild genommen habe, die in ihrem Bereich da absolute Profis sind, also schon ordentlich gemeistert haben. Also Photoshop auf jeden Fall, Benny Productions, dann was Blender angeht, da habe ich also nicht nur Blender Guru, sondern noch jemanden, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Genau, Flycat hieß der. Dann was Unreal Engine angeht, da habe ich noch jemanden gefunden, der heißt Gorka. Den schaue ich gerne. Was Malen und Zeichnen angeht, da immer Jazzer. Oder Jatza geschrieben. Den schaue ich da mal sehr gerne. Und was auch so einfach, was das angeht, so um den Prozess zu zeigen und so weiter, so kreativ und so weiter, auch einfach so zum Entspannen, sage ich mal so, hier, Nerdforge schaue ich mir auch gerne an. Muss ganz kurz überlegen. So, gab es hier sonst noch was? Fehlt hier noch einer? Wo war denn der letzte? Aber die kann ich alle auf jeden Fall empfehlen. Hier fehlt ein Knopf. Wo war denn der letzte Knopf? Der zweite. Bin ich doof? Oder bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind. Ich sehe den Knopf nicht. Wo war der nochmal? War der hier hinten? Autsch. Ach so, da verbrennt man sich nicht so sehr. Okay. Ist doch nicht so gefährlich, wie ich gedacht hatte. Hier, ernsthaft, wo war denn der? Wo soll denn der Knopf sein? Hä?
glaube, ich bin gerade ein bisschen doof. Boah, ich dachte schon, ich falle jetzt runter. Hä, ja, den hatten wir doch vor zwei Streams noch gesehen gehabt. Die kam ja zur Steppe. Ich mach Trick 17 einfach. Nein! Trick 17 hat nicht funktioniert. Okay. Wie komme ich da hin? Wo war jetzt die. Wo war denn jetzt der Knopf? Wir vergessen die Sache, ja? Keiner hat was gesehen. Wir wussten es einfach alle nicht, das behaupte ich jetzt einfach mal. Und die Sache ist gegessen. So, hier war ich aber auch noch gar nicht lang gelaufen. Kann das sein? Ah ja, stimmt. Hier waren die Säbelzahnkatzen. Sehr viele Säbelzahnkatzen. Okay, die wollen jetzt Stress. Ich habe keine Zeit für die. Obwohl die geben eigentlich Erfahrungen und sind nur Stufe 16. Also geht das eigentlich. Aber auch ordentlich Schaden. Rohes Wild und Knochen. Haben die kein besonderes Fell? Kurz Hoffnung gehabt, schade. Okay, David, wir. Das waren meine Erfahrungspunkte, hallo? Pizza ist geholt. Was gibt's denn für eine Pizza? So, die haben wir auch erledigt. Mysteriöses Fläschchen brauchen wir nicht. Und hier haben wir Paprika. So, und den Wookie auch noch einmal. Den Wookie. Der hat rohes Vogelfleisch. Okay, warum hat er hier, Hallo, Oldcoin.
Danke für deinen Lurk. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. So, nein. Weg. So, Sonderedition. Rindstreifen, Feta und Jalapenos. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Schafesser, sagen wir mal so. Ist schon lange her, wo ich Schaf gegessen hatte. Sagen wir so, als Jugendlicher, ich war um einiges dümmer als heute, sagen wir so. Einfach haben wir eine Dings, damit wir hier landen können. Und damit wir hier wieder weg werden, sollten wir sterben. Und als Jugendlicher war ich auf jeden Fall um einiges dümmer. Und konnte nicht einschätzen, was ich vertrage und was ich nicht vertrage. Und sagen wir mal so, mit dem Selbstwertgefühl war es auch nicht so wie jetzt. Klar, ist auch immer noch nicht so optimal. Klar, es gibt immer Momente, wo ich mir denke, hier, ey, wofür mache ich das alles oder sowas? Keine Ahnung. Unterschiedlich. Aber damals war es noch einiges schlimmer. Und da hätte einfach irgendjemand einfach zu mir sagen können, so, ich wette, du traust dich nicht das und das. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie viel Scoville das war, aber ich habe etwas, was so scharf war, dass ich wirklich, dass ich ins Krankenhaus musste, gegessen. Und seitdem esse ich gar nicht mehr scharf. So, da sind nochmal zwei Freunde. Wenn Respekt heißt, ausgelacht zu werden, dann ja. Also, ich sag aber auch ehrlich, sowas Dummes habe ich seitdem aber auch nie wieder gemacht. So was, weil das erstens, warte mal. So. Ja, das waren auf jeden Fall, wie du sagst, Arschkrampen. Da hast du recht. So. Immer schön die Automod. Ja, aber die das mit mir damals gemacht hatten, sagen wir so. Wie alt war ich da? 14, 15? So, Pi mal Daumen. Mit denen habe ich aber auch nie wieder was zu tun gehabt, sagen wir mal so. Ja, was soll man sagen? Kinder sind halt zwar manchmal süß anzusehen, aber die sind halt vom Verhalten her einfach scheiße. Oder genau, ein Applaus. Das wäre es gewesen. Oh. Hier ist noch ein Gladiator. So, einen Moment, ich bin gleich wieder beim Chat. Hier ist einfach wieder so ein Boss. Da muss er erstmal schreien hier.
unseren Aggressionen freien Lauf lassen. So, komm. Wieso war da ein X bei meiner Ausdauer? So, jetzt haben wir den gleich. Jasminas Vergöttlichung? Was ist das genau für eine Waffe? 34 Schaden, 180 maximale Ausdauer. Ich will die mal ausprobieren. Ich packe sie mal hier hin. Aber wieso habe ich da jetzt... Bei dem... Wenn ich den jetzt ausgerüstet habe... Habe ich den Schild nicht mehr. Ist das ein Zauberstab? Nee. Sieht zwar schön aus, aber ich behalte das mal. Vielleicht brauche ich den ja noch. So, gibt es hier etwas, um meine Sachen zu reparieren? Wäre schön. So ein Bügeleisen, wie Hehl immer so schön sagt. Haben wir alle schon von dem? Wieso leuchtet er noch blau? Den haben wir komplett gelootet. Hier, südliche Karawane. Wir sind da. Sind die über mir oder? Sieht so aus, als wäre da oben ja noch was, aber kommt man da hoch? Gibt es hier einen Weg nach oben? Sorry, ich muss jetzt erstmal kurz suchen. Vielleicht Tagebuch. Eine Eisenmine. Die große Almanach der Pflanzen und Setzlinge für die Bäuerin. Gerbereistation benötigt. Die Bitte des Schmieds. Ein schwarzer Ketzel für den Alchemisten. Ich würde die gerne schon auch alle suchen hier. Finde den Schatz in der Müllhalde der Irrwurzburg. Da haben wir auch noch was vergessen, also okay. Ah, jetzt sind die ersten Frames verloren gegangen. Schön. So, das Ding ist eigentlich in der Nähe. Ich verstehe jetzt nicht, was ich hier suchen muss. Wo könnte sein, dass da oben leuchtet ja was. Ja, komm, spring hoch. Dann will ich hier nicht hoch, okay. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ich weiß es nicht. Das ist die falsche Richtung. Ich wollte die Richtung gehen. Mit Sicherheit gibt es hier noch einen anderen Weg da hoch. Das sieht auch danach aus, als gäbe es hier noch was.
Okay. Was haben wir hier? Okay, man kommt hier doch immer wieder hin zum Sanktum. Das finde ich jetzt interessant. So, komm, wir fliegen runter. So. Wieder einige Frames verloren, schön. Müssen? Ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch, ja. Ja, gut, dann gehen wir zuerst die Bitte des Schmieds dahin. Und vielleicht finden wir irgendwo noch ein Bügeleisen zum Reparieren. So. 500 Meter eigentlich. Also Freddy, damit du auch Bescheid weißt, wenn ich hier jetzt gerade auf den anderen Bildschirm gucke, wo die ganzen Aufnahmen sind, ich habe hier jetzt gerade noch einmal 23 Aufnahmen für Gothic 3. Von gestern und vorgestern, weil ich irgendwie wieder Bock hatte. Da. Also nochmal 23 Folgen, die jetzt auf einen zukommen. Nein, ich bin noch nicht durch. Ich habe noch nicht... Ich sag mal so, ich weiß, kann man sehen, wie viele Folgen insgesamt momentan bei in der Playlist sind? Ich glaube, das müssten ungefähr schon um die 60 sein. Und dann rechnen wir nochmal die diese 23 Folgen. Ja, ich meine, ob so du als Zuschauer oder sowas sehen kannst. So. Als Beispiel. Wie viele da sind, also die auch noch nicht veröffentlicht sind, sagen wir so. Also insgesamt alle. Okay, das kann nur jemand, also nur der Ersteller selber sehen, okay. Ja, sagen wir mal so, was Gothic 3 angeht, wir sind dann jetzt wahrscheinlich so ungefähr bei, also das, was ich da aufgenommen habe, so ungefähr zwischen Folge 80 und 90, irgendwo dazwischen, und wir haben Xardas immer noch nicht gefunden. Damit du Bescheid weißt. Und ich habe eine Theorie, die ich hatte, wo er sein könnte, geschafft gehabt, zu widerlegen. Die erste Hauptquest immer noch nicht geschafft, da hast du recht. Ich habe Xardas noch immer nicht gefunden. Aber ich bin wenigstens jetzt
Mit einer Paladin-Rüstung unterwegs. Das wird sogar eine der relativ späten Folgen sein. Keine Sorge, ist normal. Okay, das hoffe ich. Was war das? Was hier grün geläutet hatte? Achso, das war ein Spinnen. Ja, sagen wir mal so, die Orks besitzen aktuell nur noch zwei Städte. Und ich bin kurz davor, die Menschen auch noch zu hintergehen dort. Warte, das lesen wir gleich, wir werden angegriffen. Neue Geschichtsseite, Nomadenanhöhlen. So, jetzt lesen wir. Rafa, du hast gesagt, sie würden Montagmittag hier sein. Ich habe eine Ewigkeit gewartet, um das Paket für den Oswald anders abzuholen. Ich habe sogar einen Wagen vorbereitet, weil du gesagt hast, es wird schwer zu tragen sein. Alles umsonst. Sag den Conway-Brüdern, sie sollen einen Raben schicken, wenn sie da sind. Obwohl, wenn sie versuchen, ihre Route durch den Umbra-Krater abzukürzen, können wir das Paket komplett vergessen. Zu meiner Verteidigung. Ich sagte ihnen, sie sollen diesen Weg nicht nehmen. Es könnte ihr letzter sein. Strapse, hi! Alles klar? Wie geht's hier so? So, ich sag mal so, was Faring angeht im Gothic 3. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Quests ganz oben da wären, wo ich einen Ruf bei den Orks von mindestens 60 haben sollte. Ich glaube, den werde ich nicht mehr schaffen, diesen Quest 2. Wilde Kreaturen. Wie entsetzlich. Ein Gewitter hatte uns überrascht und wir suchten einfach nur einen Platz, um trocken zu bleiben und uns auszuruhen. Wir hörten sie in dieser Höhle kratzen und knurren. Sie müssen uns gerochen haben und sie griffen unprovoziert an. Einer von ihnen riss Christopher den Kopf ab. Sein Körper fiel zu Boden wie ein nasser Getreidesack und seine Keule rutschte ihm aus den Händen, bevor er sie überhaupt benutzen konnte. Das Tier hatte dickes, verfilztes Fell und aus seinem Maul ragten riesige Stoßzähne. Es brüllte genauso seltsam wie ohrenbetäubend. Hukar! Das wird mich für den Rest meiner Tage verfolgen. Ah, okay. Also, dann habe ich alle Quests, glaube ich, durch, außer die erste Hauptquest, würde ich sagen. Vor allem, ich sag mal so, die letzten Tage von Trelis, wo die noch den Orks gehört hatten, das war... Also, ich habe mich da die ganze Zeit kaputt gelacht, weil das so dämlich war. Die Namen von den Orks, die waren alle immer noch auf grün. So. Warte mal, ja, mir geht das ganz gut. Bis auf, dass ich schon seit Wochen Schmerzen in der Brust habe. Aber habe die Woche einen Arzt in mir. Wahrscheinlich bloß etwas blöd gelegen und geht's. Mir geht's soweit eigentlich auch ganz. Naja, auch ganz gut, ist ein bisschen doof gesagt. Also mir geht's soweit gut. Ich versuche hier wieder irgendwie normalen Tagesablauf zu kriegen, wieder öfter zu streamen. Das Hühnchen will ich haben. Okay, dann kriege ich nicht mehr. Aber Schmerzen in der Brust, das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, du hast da nichts Wildes. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Ich hoffe, da ist wirklich nichts Wildes. So, was mache ich hier jetzt gerade? Ey, Freddy, was Xardas angeht, oder die Schmelze, war wirklich komplett aus Versehen. Weil ich war da beim Hammer-Clan und habe da dann so einen Höhleneingang gesehen.
und dachte mir, ja, ich gehe da mal rein, guck mal, was da gibt's. Und dann auf einmal aus Versehen die gesamte Höhle, alles an Orks, was da drin ist, kommt mir entgegen. Und ich denke mir da so, Scheiße, was mache ich da jetzt? Hau die alle kaputt nach und nach. Und dann so, wie komme ich da jetzt raus? Und gefühlt, es hört nicht auf. Ich glaube, das wird, diese Folge werde ich entweder in zwei oder in drei Teile schneiden. Weil das war, ich mache immer so, dass ich nach jeder Aufnahme, nach jeder Folge, die ich aufnehme, immer kurz Pause mache, mir was Neues zu trinken hole, auf Toilette gehe oder sonstiges. Mich kurz um Yoshi kümmere, ist das immer so, dass ich immer zwischen den Folgen immer kurz hier gucke, so, was brauche ich? Also Essen, Trinken, Toilette. Oder Yoshi, ganz wichtig, denn der ist auch, eigentlich sollte er schon längst, weil das eigentlich viel zu klein hier ist, wo er hier bei mir wohnt, in dem Terrarium. Das war zu doof von mir. So. Sollte er eigentlich schon in so einem extra. Also, der sollte eigentlich abgeholt werden, damit er irgendwo leben kann, wo er deutlich mehr Platz hat als hier. Weil hier in dem Terrarium, er ist einfach unglücklich. Aber er wurde halt nicht abgeholt. Deswegen habe ich ihn noch ein Weilchen. Und ja. Auf die Straße lassen. Freddy, wenn du 10.000 bis 50.000 Euro zur Verfügung hast, die du mir dann geben würdest, weil wenn ich damit erwischt werde, so eine hohe Strafe zahlen darf, dann gerne mache ich das, wenn du die Kosten übernimmst. So. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist das hier? Ah, das ist das Rooibos. Was auch immer Rooibos ist. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Hier ist die WUKA-Begegnung. Gehen wir mal darunter. Mit einer Zwille vom Balkon schießt. Ich habe eine Terrasse. Ich wohne im Erdgeschoss. Also. Ah, okay. Räubusch wird das ausgesprochen. Kannte ich jetzt gar nicht. Nee, ich schaue, dass er auf jeden Fall auch bei Artgenossen landet, auf jeden Fall. Wäre mir deutlich lieber, dass er dann auch ein paar Freunde hat, mit denen er auch spielen kann oder vielleicht sich auch noch fortpflanzen kann mit ihm. Einer hübschen Schildkrötendame. So, ist irgendwas hinter mir her gewesen? So, und, ja, worauf ich eigentlich hinaus, wollte. Ich mache ja eigentlich immer zwischen den Folgen eine kurze Pause. Wegen Toilette, Yoshi, oder Essen oder sonst was. Und das ist dann immer aktuell so entweder 20 Minuten, also zwischen 20 und einer Stunde. So 20 Minuten oder einer Stunde hier die Folgen. Immer irgendwo da in dem Bereich. Was war das denn? So, und die eine Folge da mit der Schmelze. Ich saß da knapp, ich glaube, 2,5 oder 3 Stunden dran. So. Am Stück. Konnte nicht mal kurz auf Toilette gehen oder was Neues zu trinken holen. Und so oft bin ich einfach draufgegangen da. So, Mehl bei Schleifstein. Wir können Mehl herstellen. Perfekt.
Zu Nintendo. Boah, nee, bitte nicht. Der arme Yoshi. Machen die Schildkrötensuppe aus ihm. So. So, haben wir den. Es können auch drei Folgen sein. Also ich muss noch schauen, wie ich das zerhackstückel, die Folgen. Hier kann ich ausruhen. Da ist wieder so ein komischer. Eine Mega-Folge draus machen. Jedes epische Finale braucht ein Part 1 und Part 2. Das haben wir bei Harry Potter gesehen, bei Tribute von Panem. Wo haben wir das noch gesehen gehabt? Wir haben Federn. Seit wann gibt es die Federn? Okay, das sind Magier. Die können solche Platten zum Schweben bringen. So, was suche ich hier? Weswegen bin ich hier? Das hier? Was haben wir denn da? Wolfhydra. Neue Geschichtsseite, Wuka und die wilden Tiere. Was sind das da? Ich hoffe, die haben Bügeleisen. Ansonsten meine Waffe hält das nicht mehr lange aus. Jetzt fange ich wirklich an, die Dinger Bügeleisen zu nennen. Was ist denn das für ein Stein? So. Komm, hauen wir die alle kaputt. Ernsthaft, wo sind wir hier? Sieht aber auch verdächtig aus da. Okay, da kriege ich ihn. Oh. Ein bisschen doof. Das sind so Dinge, da muss man drüber laufen, damit die kaputt gehen. Okay. Aber Freddy, wegen der Mega-Folge, bist du dir sicher, dass du das haben willst? Hier geht's auch noch hoch.
Was haben wir hier? Gebet der Flammeschriftrolle, Erfahrungsschriftrolle. Besserer Heiltrank. Apropos, wir haben hier... Nutzen wir die mal. Da geht's auch noch weiter nach oben, okay. Ups. Dessen Banner gefällt mir. Die würde ich gerne auch für mich haben. So, Meteoriten schon. Ja, was Watchtime angeht, ich bin froh. Ich habe schon zumindest für den kleinen Partner von YouTube. Ich habe die 3000 Stunden Watchtime schon mittlerweile voll. Also wirklich eigentlich nur noch für den kleinen Partner, nur noch diese Abozahl, die fehlt. Und dann hätte ich das. Aber... es gibt den kleinen YouTube-Partner und den großen YouTube-Partner. Der kleine YouTube-Partner ist eigentlich relativ neu, sagen wir so. Bei dem kleinen ist das so, du brauchst dafür hoppala, nur 500 Abonnenten, 3000 Stunden Watchtime und auch halt 3 Videos innerhalb von 30 Tagen hochgeladen zu haben. Ich habe keinen Platz. Was habe ich hier, was ich nicht brauche? Das kann weg. Das kann weg. Was haben wir noch? Der kann weg. Die brauchen wir nicht. Bei dem Kleinen kannst du im Grunde schon... du kannst da Kanalmitgliedschaften haben, also drüber bekommen, über den kleinen Partner. Du kannst da... Also im Grunde, du kannst da alles machen, was vorher der Partner alles machen konnte. Nur, dass bei dem kleinen Partner keine Werbeanzeigen davor geschaltet sind. Weswegen mir der kleine Partner sogar tatsächlich lieber wäre, wenn ich den machen würde. Weil du kannst dann über YouTube selber halt noch diese Shopping-Dings machen, dass man, also über YouTube selber kannst du Merchandise vermarkten. Also, dass du jetzt nicht zum Beispiel extra zu Shopify oder sowas gehen kannst, das geht auch über YouTube selbst. Nur, da muss man sich immer schauen, wer ist der Partner von YouTube für sowas, dass dann dein Merch da erstellt wird. Du kannst dann Kanalmitgliedschaften erstellen. Das würde, also im Grunde, der kleine Partner würde mir vollkommen reichen. Den großen Partner, glaube ich, würde ich nicht machen wollen. Obwohl ab dem Moment, so, wo man Partner ist, ich weiß jetzt nicht, ob YouTube das aktuell so handhabt, aber es war, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren mal die Rede, dass YouTube bei den Creatoren, egal ob die den Partner haben oder nicht, aber wenn die Abozahl erreicht haben, dass die automatisch, also einfach, ob man es will oder nicht, einfach Werbung drüber schalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist oder immer noch im Raum steht oder so, muss ich mich mal auseinandersetzen mit. Aber wenn das der Fall ist, dass bei mir Werbung geschaltet wird von YouTube, sobald ich die 1000 Abos habe, irgendwann in 30 Jahren, so dann, obwohl ich selber hier die Werbung nicht haben wollte oder sowas, und YouTube trotzdem das selber da macht, dann würde ich tatsächlich eher dann auch das machen. Weil
Es wäre dann, glaube ich, besser, so, wenn man sich schon meinen Content in Anführungszeichen oder von anderen Creators halt den Content ansieht, so, und dass da Werbung geschaltet wird, ob der Creator es nun will oder nicht. Der Umbra-Krater. Dann wäre es aber trotzdem besser, dass denn der Creator, der das halt macht, auch was davon hat, sagen wir mal so. Soll ich irgendwas sein am Umbra-Krater? Ist hier was relevant? Wir haben hier über. Was habe ich gehört? So, die Dinger müssen wir eigentlich auch nur einsammeln hier. 4 Stück. Vielleicht sogar 5 mit dem Herzen aus Eisen. Ich würde aber vielleicht noch mal kurz nach Hause reisen. Was haben wir hier? Gäberei-Station. So, da sind wir zu Hause. Ach, kann ich nicht, weil ich im Jasper bin. Super. So, genau. Einmal alles aussortieren, was wir haben. Ich brauche hier definitiv ordentliches Sortiersystem. Ich hoffe, irgendwann kommt da was, dass man. Ach, wir hatten hier 42 Holz. Also Äste. Hier hatten wir nichts. Wieso haben wir den zweimal? Den haben wir auch zweimal. Warum? Immerhin, Wache des Nordens haben wir komplett. Ring des Kommandanten. Warte, haben wir noch Klamotten für hier? Nein. Wir werden noch eine ordentliche Lagerhalle bauen. Da macht euch keine Sorgen. Aber heute hatte ich Bock, einfach mal ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen. Eigentlich die Dinger, die brauchen wir allesamt gar nicht. Wir nutzen keinen Mana-Trank. Wir nutzen die mysteriösen Fläschchen gar nicht. Irrlicht könnten wir vielleicht noch benutzen. Das brauchen wir gar nicht. Wozu haben wir die? Kann ich nicht löschen? Warum? Da will ich Beschwerde einreichen, dass ich etwas nicht löschen kann. Oder maximale Löschung für einen Tag erreicht. Kann auch sein. So, was haben wir hier? Was können wir hier reinpacken? Ich sehe da gerade, was wir nicht. Nein, jetzt haben wir es gelöscht. Ich wollte es zerlegen. Mist. Würde ich hier mal aber die Eier reinpacken?
Achso, hier sind die Eier. Okay, dann holen wir die Eier hier wieder raus. Und warte mal. Die packen wir hier auch mal raus. Die gehören nicht hier rein. Achso, ne, warte. Hier kommen die gekochten Dinger hin. So, sonst haben wir... Den Rest hatten wir hier reingepackt, ne? Was wir nicht wussten, wohin. Federn, Weizenkörner. Das benutzen wir. Nicht genug Materialien. Ja, dann würde ich sagen, nächstes Rezept. Hier müssen wir dann genug Materialien für haben. Hier gegrilltes Wolffleisch. Aus Wild. So, haben die da hinten vielleicht eine Quest? Oh, warte, erstmal reparieren. So, alles repariert, perfekt. Okay, hat sich nichts aktualisiert. Schön, geht wieder los mit den Frames. Ich glaube... Obwohl von hier... Warte mal. Bin ich wieder da? Hallo? So, und für YouTube sage ich jetzt auch nochmal, da bin ich wieder, da war kurz was abgeschmiert. So, aber wir machen jetzt weiter, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wollte, weil das gerade ein bisschen überraschend kam. Ich glaube, ich wollte eigentlich hier hinten irgendwas machen. So, bitte jetzt nicht abschmieren wieder, OBS. Mach keinen Scheiß, OBS, bitte. Okay, ist immer noch alles auf Null. Vielleicht das hier machen wollen. Hier die Geberei. Das hier weiß ich nicht, wo ich suchen muss. Wo ich das finde. Updaten könnte ich vielleicht mal. Ja... Wäre vielleicht eine Idee, vielleicht liegt es einfach daran, dass OBS einfach jetzt die Version veraltet ist, die ich habe. Vielleicht liegt es wirklich genau daran, dass es einfach veraltet ist und deswegen jetzt auch heute die Probleme kommen. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich lasse mir immer Zeit mit den Updates, weil... Ich habe so ein Gefühl, sobald ich ein Update mache, funktioniert es gar nicht so, wie ich bin. Und dann bin ich da, keine Ahnung, 1000 Jahre dran beschäftigt, es wieder zum Laufen zu kriegen, so wie ich das haben möchte. Ich glaube, Freddy, du kannst das verstehen, oder?
Ein bisschen, ja. Okay, immerhin. Immerhin kannst du mich da verstehen. Aber ja, vielleicht nach dem Stream mache ich dann ein Update. Vielleicht. Oder ich halte das so lange durch, bis es gar nicht mehr tragbar ist für mich. Und die Qualität, die ich eigentlich haben möchte. So, hier müsste jetzt eigentlich alles wieder da sein, oder? Das ist jetzt über eine halbe Stunde her, wo wir hier gesucht hatten. Also müsste alles. Hier. Ist gerespawnt. Was ist das? Hier wird der Flammenschriftrolle. Keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. So, aber hier haben wir wieder Zinn. Reines Verband bei Jägerin? Rezept freigeschaltet? Hä? Wieso schalten wir das erst jetzt frei? Säurebiss. Komm, ich nehme das mal trotzdem beides mal mit. Vielleicht schalte ich dadurch auch noch was frei. Habe ich nichts freigeschaltet? Ach komm, da zerlegen wir eigentlich. Schöne Waffe, aber wir benutzen dabei. Ah, danke, Stream Elements. Danke, dass ich wieder live bin. Ja, ich glaube, ich werde. Vielleicht werde ich auch nachher einfach mal kurz den Stream nochmal unterbrechen. Und das Update machen. Obwohl, nee, lieber nach. Ich mache das lieber nach dem Stream. Und heute ertragen wir das. Nee, Lagerfeuer will ich nicht. Wo ist denn das scheiß Lagerfeuer jetzt hin? Wo ist denn das Lagerfeuer? Da unten. So, das brauchen wir nicht. Ach ne, das heißt, wir dürfen hier das alles auch wieder von vorne machen. Wenigstens haben wir gemerkt, wo die waren. Ich hoffe, zum nächsten Mal werde ich mir das auch noch merken können. Kurz abwarten. Gibt es da vielleicht wieder was Neues? Wow. Rostiges Schwert, Stufe 16 rostiges Schwert. Macht 34 Schaden. Wie viel Schaden macht meine Waffe? 40, okay, aber. Ist voll aufgerüstet und macht 40. Das rostige Schwert macht mit dem Basiswert. Mehr Schaden als meine Waffe mit seinen Basisschwertern werten. Dann die Basiswerte von meinem Schwert. Also er macht 40 Schaden und hier pro Stufe, die man da unten sieht, also muss ich jetzt mit der Maus. Hier pro dieser Dinger kommen 2 Schaden hinzu. Das ist ja voll aufgerüstet. Also ist mir zumindest so aufgefallen, dass da 2 Schaden hinzukamen immer. Rostiger Einhänder. Danke, dass du mich an den ans Gothic-Quiz erinnerst, wo ich diese Aussage getan habe. Also ich muss eigentlich auch mal wieder beim Umut reinschauen und den ärgern. War jetzt auch sehr lange bei so wenigen Leuten im Stream. Hab da irgendwie viel zu wenig irgendwie die Leute geärgert, sage ich jetzt mal.
doch ein bisschen schade ist. Ist dunkel, ne? Nehmen wir mit. Hier gibt es wieder Pfeile. Hatten wir die nicht sogar schon? So, gebrannter Ziegel immerhin. Das hatten wir schon gelesen. Wir hatten hier das doch schon eingesammelt gehabt, oder nicht? Zinnbarren, die hätte ich gerne. Oder Bronzebarren. So, was haben wir hier? Gereinigte Verbande. Nice. Nee, das wollte ich nicht. So, ich glaube, mehr gibt es hier nicht, ne? Außer vielleicht noch die Bücher, die man einsammeln könnte. Ah, ist doch dunkel geworden. Okay, ich dachte schon. So, wir kuscheln dann mal mit dem Toten hier. So. Nee, die Greifenstiefel wollen wir nicht. Warte mal. Ist. Was macht der da jetzt für Zauber? Wie sieht der da an? So, anvisieren ist hier auch immer ganz komisch. Fossiler Knochenstaub. So, Segen erhalten. Was war das denn? Da kam ihm was anderes noch angerannt. Hier kam doch gerade noch irgendwas angerannt, oder nicht? Oder habe ich mir das eingebildet, dass da irgendwas mit vier Beinen angerannt kam? So, dich nehmen wir auch noch mit. Nice, Stufe 20. Haben wir endlich erreicht. Noch ein Fähigkeitspunkt. So, jetzt, wie kommen wir da hoch? Lufthammer. 51 Schaden. Das ist eine Wuchtwaffe. Den zerlegen wir mal. Ich guck mir den hier mal an. Okay, lieber nicht. So, wir wollen den nach da oben oder nach da hinten?
Ach, die waren da bestimmt vorhin. So, was? Ich gehe mal von aus, die Siedlung da hinten. Aber ich würde jetzt eben noch mal einen kleinen Break machen, auch wenn auch Twitch jetzt heißt hier, ich bin jetzt seit 15 Minuten live. Bin jetzt eigentlich schon seit bisschen mehr als anderthalb Stunden live. Ich würde jetzt eben kurz auf Toilette gehen, deswegen ich bin gleich wieder.